Also, herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Wir spielen hier das Spiel StarCraft 2, das man jetzt sehen kann. Wir spielen jetzt Arcade-Spiele, das sind so eine Art gemoddete Spiele. Wir spielen jetzt das Spiel, wie heißt das Spiel? Probes Ja, vs. dort. Ja, das ist sowas wie Catch and Run und sowas Catch wie One ist sowas wie, Fange. keine Ahnung, Fangen und Fangen, ja. Verstecken. Also du versteckst dich hier, baust eine Basis auf und es gibt einen Jäger, also einen Fänger, und der versucht euch die Leute zu fangen. Indem er halt die Basis versucht kaputt zu machen. Ja, und wir versuchen natürlich alles dagegen. Wir bauen Türme, so eine Art wie Tower Defense. Wir bauen unsere Türme auf. Aber es ist nicht Tower Defense, nur so als Beispiel. Wir bauen unsere Weil Türme eigentlich auf. keine Wellen von Gegnern kommen. Es ist bloß ein Hunter und der muss sich jetzt hier zum Beispiel, der hat jetzt es schwer. Denn wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, 10 Leute ungefähr. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, habe ich doch 10 Leute gesagt. hast du richtig gut Habe ich denn geschätzt. richtig geschätzt? 1 plus hier, 1 plus im Schätzen. Also wir haben hier Kann 10 ich keine Ahnung, Leute. vielleicht können. Ich nehme mal Terraner. Go. Ja, da bin ich auch dabei, Sebastian. Weil wir haben hier 10 Leute und einerseits ist es für den Hunter auch einfacher, weil der hat dann jetzt 9 Leute und wenn wir eine kleine Map wählen für ihn, dann kann er sofort leichter einen finden. Lande. Lande. Ja, Ich ja. habe viele Spiele, also ich glaube, habe zwei oder so ohne euch gespielt. Ich spiele immer alle die gleiche Map. Immer die größte, glaube ich. Ich Die spiele immer die größte ist gleiche. immer Die hatten wir auch gemeinsam. schon gespielt. Die hatten wir auch schon gespielt, ne? Zusammen. Jemand 1 versus 1, da lose ich wahrscheinlich ab. Hier, weil Catch and Run, da bin ich in der Gruppe, aber ich bin wohl der einzige Mitglied. Neben noch ein paar anderen Deppen. Weil niemand spielt Catch and Run. Gibt es eine Ja, alle Chatgruppe, waren die heißt Probes, was ist sehr lustig. Probes vs. Terra? Mal so. Ja, spielen sie alle so. Mal gucken. Ich bin Daisy Ich hoffe, Tank. er startet auch bald. Wir haben 10 Leute, das reicht eigentlich. Eigentlich schon. Nee. Take Jetzt haben wir TV. 11. Wusstet ihr, dass ihr gar nicht die Leute zählen müsst, sondern einfach bloß auf dieses kleine Minus-Ding drückt? Und dann stehen da Leute. Kleine Gott sei Dank Ding. startet er jetzt. Jo, es geht los. Ja, ich hab jetzt Hunger. Ich eigentlich auch. Gibt's bei, also wir drehen die Folge, dann gehen wir alle wahrscheinlich Mittag futtern. Also Ich hatte übrigens. eigentlich meinte gerade den Hunger auf Hunter, aber ich will den Hunter fertig machen. Nur, ich habe Hab auch diesen Bug Hunger. auch gerade. Den Bug? Welchen Bug? Ja, ich hatte eben gerade starte 0, dann auf einmal warten, starte 0, warten, starte 0. Nö, das habe ich nicht. Hätte eine Aufnahme laufen müssen. Also, ich verstehe das nicht. Also, der Bildschirm ist nicht für mich angepasst. Man sieht zum Beispiel Probes ist bei mir Nein. Ropes, ja, und CA-Lot ist bei mir CA-Lo. Hallo. Nee, also Probes versus CA-Lot Das steht da ist oben ein schönes 2, Bild. aber ich meine hier unten, wo dann Probes und CA-Lot steht. Hier steht bei mir Build der Generator, Achso, Build da, and achso, da. Repair, das ist wahrscheinlich auch wieder Build. Oder wahrscheinlich auch Build Turrets to avoid feed. Denn das ist hier Ja, gemein, dann hier los, werden Teamwork Feeder, bitte. hier werden Aber willst du Leute. Hunter werden? Ich glaube nicht. Also ich schaue erstmal, wenn Na, einer bleiben wir. freiwillig Hunter Wenn wird. du. Ach, bleiben wir, wenn manche Gruppen sagen auch, ach, lass sie doch fliegen. Dann wird der Typ stärker. Verdammt stark. Der Ja, Hunter. das sind, aber es gibt auch Leute, die dann sofort einen Kick machen, so wie Julian. Wir haben gespielt so. Julian war nicht so gut, weil das war unsere erste Partie gegen mit mehreren Leuten. Ja, und klar. Und ich war Wir der hatten einen Typen Hunter. gehabt, ne, zwei oder so. Und Julian hat mich einfach nicht so schnell tot gekriegt, ja. Er hat mir guten Damage gemacht, aber mich nicht so schnell tot gekriegt, weil Julian hier, weiß nicht, 10 Dingsabums hatte. 10 Turrets, also Türme. Und er hat mich nicht fertig gekriegt. Aber dann hat man Julian gekickt und dann habe ich auch das Spiel verlassen, da ich keine Lust habe, mit Leuten, die kicken, herumzuspielen. Nee, macht Ich keinen habe den Moment Spaß. auch gelassen. Ich Es ladet ladet bei man euch wird doch auch gekickt noch. und Also, ja. ja. Also das hier ist Tassadar. Da vorne. Und da hinten ist Zeratul, aber die sieht verdammt gruselig aus. Seht ihr? Links oben. Ja. Ja, wer ist denn Ja. rechts oben? Leeren Augen? Ja, eigentlich auch noch. Rechts oben ist, das weiß ich nicht, weil bei mir hier steht ja Probes of Zero und das ist schwarz. Ja, da ist Ist ja auch schwarz, schwarz bei mir, zwei deshalb und wollen wir es jetzt.
Und da sieht man bloß ein Auge, so ein grünes. Es ähnelt etwas Seratur. Glaube ich doch sogar auch der. Ja, was? Nee, ich glaube nicht. Nein, doch nicht. Oh. Wer Nee, keine weiß. Ahnung. Ist es bei euch auch so kalt? Eigentlich nicht. Nein. Mir ist richtig kalt. Das Fenster Sehr bei dir schlecht offen. geschlafen Hast du heute. dich heute überhaupt noch mal Nein, bewegt? das. Ja, Nein, du es hast war dich heute heute so nicht bewegt. draußen. Also, wir wollen den Zuschauern ja sagen, wir spielen ja hier, wir sind ja nicht alle in Deutschland. Michelle ist zum Beispiel in Sibirien gerade eben und sitzt da wohl Anscheinend, draußen, ja. weil bei ihm ist es ja verdammt Ja, ich sitze kalt. draußen mit meinem Mac oder so. Verdammt kalt. Richtig. Wusstest du, dass es in Sibirien keine Kühlschränke gibt, sondern Wärmeschränke? Das wusste ich jetzt nicht, aber ist logisch, brauchen wir nicht. Ja, weil die können alles draußen Da ist die kühlen und. Funktion gerade. Egal. Also die meisten wollen immer Tempel und das sind wir schon. Boah, Temple Ruins will ich auch. Ich bin ein Bauer. Ich frage mich, ob jemand einen freiwilligen Zealot wählt. Okay, einer wird freiwillig Zealot. Dann bin ich auch Zealot. Ich hätte immer. Und Jürgen, ich habe einen anderen Skin als ihr, weil ich habe einen zweiten Skin freigeschaltet. Was? Cool. Was? Ich bin Zealot? Na. Ja, du bist ein Zealot geworden, ne? Hello Hunter, sofort. Ich dachte, du wolltest keinen. Er wollte auch Du wolltest kein keiner. Zealot werden wollen. Ich hoffe, wir haben jetzt zwei Jäger. Ich habe jetzt Hello Hunters gemacht. Mit zwei Jägern wäre cool. Danke, dass der Depp jetzt seine Basis zerstört. Irgendwie hängt mein Internet schon wieder. Die wollen mir Farm geben. Am Anfang kurzer Farm ist doch nicht schön. Verwendet mich. Wir sind die Dann hast du dich Kriegsfreie eigentlich Horde. versteckt. Wie und wo hast du dich überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Wollt ihr mir Ich sehe dich helfen? auch nicht, Björn, das ist das Problem. Nein, Wie helfen ihr wir euch gar nicht. fragt, möge mich die Ehre leiten. Autoplay. Für Mann, Artanis, ich kann ja den Banco. Gas gar nicht aufnehmen. Wie ihr Das verlangt. kannst du nicht aufnehmen? Das Gas? Ola Sadari. Ach, das ist Pinga! Sagt es. Ernsthaft? Oh, dich habe ich Und Zeug, gefunden. was ich die ganze Zeit farme. Dich habe ich sofort gefunden. Möge mich die Ehre leiten. Sag ich mal Echt? so, ich bin am Ola auffälligsten Sadari. Auto. Ich suche mir immer die größte Basis aus. Verdammt, ein Typ hat hier was gebaut. Jetzt nicht mal. War das Möge mich gerade die Farm? Ehre leiten. Entaro Tassada. Ja, das war gerade Farm. Genauso wie das Farm alles ist. Ich Aber müsste gut, aber dass du mal den damit Ton leise stellen. hab ich ja Chancen. Nein, überhaupt. Das tue ich noch, das tue So, ich weiß ja, wo ihr seid, das ist richtig gut für mich. Na, mich kennst du, weißt du mal gar nicht, wo ich bin. So, jetzt habe ich genug. Aber Jörn, Action-Dinger, die Typen sind schnell. Die werden immer So. schneller, die Typen. Lalalala. Und Jörn, was du vielleicht wissen solltest, du bekommst, glaube ich, XP oder so, wenn du irgendeinen Typen, wenn du, glaube ich, den Hunter killst oder so, wenn du Spiele spielst, bekommst du irgendwie XP. Wenn jetzt zum Beispiel Level 4 ist, Level 2. Ich bin Rang D, also glaube Level 2. Ja, oh, Level 2 steht da oben. Bin auch Rang D. Ich auch noch. Gott, die wollen jetzt schon alle. Die sind in der Radien von mir. Ich kann die noch nicht produzieren. Ich kaufe mir jetzt ein paar Items, damit ich schneller
Oder? Wollen alle Ressourcen, die ich nicht besitze. Ich besitze die auch noch nicht, Berian. Das ist ja das Böse. Jetzt gibt mir so das Gefühl, irgendwie bin ich hinten und schlecht. Aua, ich brauche jetzt zum Beispiel schon eine Ulti. Ich auch nicht ab. Warum ist die einzige Sprache, die ich verstehe? Dann muss man zu mir kommen, ich bin einsam. Dann sag mir, wo du bist. Ich bin auf der linken Seite. In der Mitte. Mitte. Für Artanis, wie ihr verlangt. Von Julian ausgesehen sogar etwas weiter mittig. Also von Julian musst du etwas weiter nach unten gehen. Ich habe sogar jetzt eine Farmingstelle gefunden. Ja? Jo. Julian, du hast sogar schon eine bessere Mauer als ich. Ja, und er spielt das nicht mal so lange wie du. Komm halt so nicht Geld. Jetzt habe ich genau die gleiche Mauer wie dein. Ich hoffe, ich überlebe das. Verwendet mich. Oh, komm jetzt schon mit Mauer. Wie ihr verlangt. So, vor ihm muss ich weglaufen. Aber zum Beispiel. Zum Beispiel, ich weiß jetzt zum Beispiel, wie ich die extra Farm baue. Ja, dann schieß mal los. Ja, du brauchst ja nicht. Du brauchst gar nicht wissen. Na, ich wusste gar nicht. Weil ihre extra Farm ja eh drinne. Sag's dann, wenn du mal Fokus. Kann ich dir verraten. Jetzt brauchst du es gar nicht. Ah, hier ist einer. Etwas mehr Leben. Ja, ich sollte mir etwas mehr Leben holen. Okay, ich hole mir Leben. Oder Rüstung. Zum Beispiel, ich brauche diese Mineralien jetzt schon. Weil haben wir gar keine Rüstung geholt. 256, los, haben wir 256. So, jetzt habe ich mir die Rüstung geholt. So, jetzt bin ich unbesiegbar, Johann, und jetzt ist das weg. Ja, bist du gleich weg. Verwandle dich doch als Tyrannosaurus Rex oder so. Keine Ahnung. Wie das geht? Ja, aber dann bin ich bloß hier der und bin trotzdem noch immer stark anfällig. Ja, du bist aber trotzdem ein Tyrannosaurus Rex. Jo, das trotzdem das ist ja, ja, hatte ich meine Recht, das ist trotzdem Tyrannosaurus Rex. Das ändert nichts an meiner misslichen Lage. Tankform. Depp, die haben mich gecampt. Ist einfach gestorben gerade dann. Er hat mir gecampt. Er hat gecampt. Er hat die Basis zugebaut bei mir. Ich hab jetzt. Was hat er zugebaut? Er hat jetzt aber kein Hunter. Nee, ich werde jetzt kein Hunter. Bei ihr solchen bösen Menschen. Achso, das hier wird gerade die Schnelligkeit bestimmt, wie schnell das jetzt geht. Ich weiß, ich wollte es nochmal haben. Nee, man halt, das ist zweimal so schnell. Können wir noch nichts bauen? Oh, jetzt muss. Zeit zu bauen. Aber das Richtige bauen und so. Also, Gebäude heranwarten ist bei mir weg. Ausgegraut. Versteht ihr das, was ich meine?
Ja, aber irgendwie sollte es Nein. bei dir klappen. Aber ich glaube, du bist auch dann auf einer Ebene, die nicht bebaut werden kann. Solche Ebenen gibt es. Da hast du auch recht gehabt, Jan. Hä, er will das Mir hier ist gar gerade nicht. aufgefallen, dass. Wenn du weißt, was mir gerade aufgefallen ist. Du bist so am Anfang so lange unsichtbar, bis du deine ersten Turrets gebaut hast. Wirklich? Ja, das ist mir gerade aufgefallen, weil du bist erst unsichtbar, wenn du deine Mauer gebaut hast und deine Basis normale. Dann bist du unsichtbar und dann baue ich immer meine Turrets und dann bin ich noch unsichtbar. Oh, trotzdem kannst du angegriffen werden. Ja, nee, ich glaube nicht. Doch. Doch, man kann im Unsichtbarkeit so unsichtbar. Angreifen. Also so gut verschickt bist du auch nicht. Ich mag den schnellen Modus, der ist cool. Ja, das. Alles viel schneller. Ja. Meine Turrets drehen sich auch so schön. Ui, 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 ui. Wird schon schwindelig. Ja, das wollte ich sagen. Schwindeligkeit ist vorinstalliert in diesem Spielmodus. Jetzt trennen sie sich nicht mehr. Noch hat der mich noch nicht gefunden. Mich auch noch nicht. Ich wurde auch nicht gefunden. Kann hier laufen, am laufenden Band Upgrades machen. Oh, ich komme ja gar nicht mehr raus aus der Basis. Kann man ja teleportieren oder sowas? Wo hast du dich denn? Wo bist du überhaupt? Welche Farbe bist du überhaupt? Hier unten, grün. Also bei für mich grün. Die Leute sehen aber auch grün aus bei mir. Ja, grün ist grün. Mal sehen, ich brauche hier Ultraball. Dann wird abgegradet. Und ich habe meine Ultraball. Die Mauer steht. Hat zwei auch gerade geleckt? Nein. Ja. Zweimal sogar. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe es nicht bemerkt, dass es bei mir geleckt haben sollte. Jetzt muss ich 400 Gold farmen. Oh, der levelt sich aber gut. So, weil ich mich ja zugebaut habe, dann. Felix das bauen. Ich soll jetzt einfach nur noch warten, bis ich 32 und 800 habe. Ich habe leider keine Alternativ-Skins. Das finde ich doof. Ja, da hat schon Turret rein. Also ich habe jetzt einen Skin, jetzt bin ich ein Bauarbeiter. Wie baue ich jetzt wieder diese Mineralien-Typen, die mir Mineralien geben? Du brauchst diesen Collection Depot. Dankeschön. Ja, das brauchst du. Genau, das brauchst du. Collection Depot. Und halt im Collection Depot, das verrate ich dir, was ich dir vorhin nicht verraten habe, kannst du diese Miner bauen, also die Transistor Miner. Und ganz rechts ist dieser Kopf. Du hast ja, recht. Das wusstest du früher nicht. Das ist ja der aus Warcraft 3. Da ist der Kopf. Das sind die Leute aus Warcraft und 3. Wenn du auf. Ja, Vlania. Und wenn du diesen Kopf dann halt. Dann produzierst du Menschen. Wir müssen auch Warcraft 3 mal spielen. Also. Ja, das aber ich habe halt schon kapiert. Zu Ende erklären können. Ich habe schon kapiert. Das. Gut, wenn du schon kapiert hast, dann ist es ja gut.
dann brauche ich dir ja weniger erklären. Weil die Farmen schon alle. Na, wenn du auf diesen Mann drückst, dann kann er dir eine weitere Farm bauen. Also eine weitere. Ja, ich weiß, ich meine, ich habe schon drei Bauarbeiter zum Farmen geschickt. Jetzt habe ich noch mehr Vampingas. Fuck, er kommt durch. Ja, ja, der ist ein starker Typ. Ja, weil das Spiel auch so schnell geht. Level. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Er hat sich ja tapfer geopfert. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten Basis werden angegriffen. Alter, man hat ihn richtig gelevelt. Gefeedet also. Anscheinend ist er richtig stark. So wie das erzählt. Ist gefährlich, sehr gefährlich. Ja, man hat ihn gefeedet. Ich hatte einen Ultra Wall 4. Und er ist mit zwei Schlingen durchgekommen. Oh. Naja, ich sag ja, die werden richtig starke Typen. Ja, wenn man ihn feedet. Zum Beispiel, ich setze hier schon mit einer Mega War. Also das, was nach Ultra War kommt. Schön, der hat mich gefunden. Jetzt hat's geleckt. Ja, dann ja auch. Ich hoffe, er kommt nicht zu mir. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht zu mir kommen, bitte nicht zu mir kommen. Bitte nicht zu mir kommen. Dann hat Angst für ihn. Ja, natürlich. Ich habe gleich 4096 gleich. Scheiße. Jetzt weiß er, dass ich da bin. Ich habe hier überall meine Panzer hingelegt. Hau ab, Boba. Meine arme Basis. So, die müssen farmen. Wenn ich mir jetzt eine Basis hier aufbaue. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Die Basis unserer Verbündeten. Oh fuck, der kommt richtig gut, der kommt scheiße durch. Heil, heil das Ding, du verdammter. Also bei mir kommt er nicht so gut durch, wie er eigentlich wollte, aber.